Hallo, Servus und willkommen zu diesem Video über die Funktionsgraphen von linearen Funktionen. In den vergangenen Videos haben wir bereits über die Verschiebung und Skalierung von Funktionsgraphen gelernt. Dieses Wissen werden wir nun anwenden und ganz besonders bei der Tangentengleichung anschaulich darstellen. An Vorwissen brauchst du das, was wir in den vergangenen Videos gelernt haben. Und natürlich wäre es gut, wenn du bereits etwas Grundwissen über lineare Funktionen sowie eventuell zur Differentialrechnung mitbringst. Wenn du die Differentialrechnung der Schule noch nicht gehabt hast, ist das aber kein Problem. Ja, lass uns starten. Und zwar gleich mit einem anschaulichen Beispiel, wie wir eine lineare Funktion bzw. ihren Funktionsgraphen unserer Problemstellung anpassen können. In diesem Beispiel suchen wir eine lineare Funktion, die die Steigung 0,5 besitzt und auf jeden Fall durch den Punkt 2 und minus 1,5 gehen soll. Wir beginnen damit mit der Grundfunktion f von x gleich x, also die identische Funktion. Bei dieser beginnt alles. Das geht nun in vier Schritten. Den ersten Schritt haben wir schon gemacht, indem wir die Grundfunktion hingezeichnet haben. Und der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir diese Funktion oder den Funktionsgraphen in horizontaler Richtung verschieben. Das geht natürlich, indem wir im Argument von dieser linearen Funktion wieder eine lineare Funktion einsetzen. Wir versuchen nun zunächst die Nullstelle von dieser linearen Funktion hier hinzubringen, in x gleich 2. Das gelingt, indem wir eben im Argument, das Argument von der Funktion f1 steht hier, ist hier einfach x genannt, das ist ein Platzhalter, wo ich was einsetzen kann. Und es kommt auf der rechten Seite auch hier nur vor. Also da ist es besonders einfach. Und da setze ich eben eine lineare Funktion ein, x minus 2. Wir erinnern uns, das verschiebt den Graphen nach rechts um zwei Schritte. Das sieht dann wie folgt aus. Jetzt wäre da vielleicht noch zu beobachten. In diesem Fall können wir ja eine horizontale von einer vertikalen Verschiebung gar nicht unterscheiden. Ja, das ist eine Besonderheit in diesem Fall. Im nächsten Schritt können wir die Steigung anpassen von dieser Funktion. Und es ist ja eine Steigung vorgegeben, und zwar die Steigung von k ist gleich 0,5. Was passiert? Jeder Funktionswert wird mit der Zahl 0,5 multipliziert. Zum Beispiel an der Stelle x gleich 4, wenn wir da hinschauen, da haben wir den Funktionswert 2, der würde dann halbiert werden auf 1. Oder eben an der Stelle minus 2 hier, da ist der Funktionswert minus 4. Und wenn wir den halbieren, also mit 0,5 multiplizieren, beträgt der neue Funktionswert minus 2. Wenn wir das jetzt für alle Funktionswerte der Funktion f2 machen, dann erhalten wir diese Kurve. Und da sieht man ganz gut, also das ist eine vertikale Skalierung, die wir hier durchgeführt haben. Eben weil wir das außen auf die Funktion f2 angewendet haben. Ja, das, was außen passiert, das bewirkt eine vertikale Veränderung. Wir sehen hier außerdem, die Nullstelle ist gleich geblieben in diesem Schritt. Die ist immer noch bei x gleich 2. Das Einzige, was nun noch fehlt, dass wir die Funktion in den richtigen Punkt verschieben. Und das wäre in diesem Fall eben der Punkt 2 minus 1,5. Die Nullstelle, die liegt ja jetzt im Moment bei x gleich 2. Das heißt, wir brauchen zu der Funktion wieder nur diese Zahl minus 1,5 addieren und die Verschiebung nach unten ist bereits passiert. Wieder sei hier bemerkt, das passiert außerhalb der Funktion, die wir verändern, und somit bewirkt es eine vertikale Veränderung. Ja. Durch die Subtraktion einer Zahl ist es eben eine Verschiebung um 1,5 nach unten, und zwar von der ganzen Funktion. Also es wird jeder Funktionswert um 1,5 nach unten verschoben. Und das war's. Ja. Also das geht, in diesen vier Schritten geht das immer komplett gleich. Eine Sache ist aber zu bemerken, und zwar ist die Reihenfolge hier nicht egal. Und das schauen wir uns jetzt an, einfach in einem kleinen Vergleich. Da haben wir zwei lineare Funktionen gegeben, wo wir die Reihenfolge von diesen Transformationen vertauscht haben. Wir sehen, auf der linken Seite haben wir genau diese Funktion, die im vergangenen Beispiel im dritten Schritt vorgekommen ist. Wir können uns erinnern, zuerst haben wir in horizontaler Richtung verschoben und anschließend um den Faktor 0,5 in vertikaler Richtung skaliert.
Bei der rechten Funktion passiert das in umgekehrter Reihenfolge. Da multiplizieren wir zuerst mit 0,5, also einen Wert x, und das sieht man auch in der Reihenfolge der Operationen. Wir wissen ja, Punkt geht vor Strichrechnung. Also zuerst wird eine Zahl x, die man einsetzt, um 0,5 verkleinert und anschließend werden 2 subtrahiert. Und somit ergibt sich da ein ganz anderer Funktionsgraph. Und das sieht man natürlich auch direkt an der Funktionsgleichung, die nicht dieselbe ist. Die beiden sind also nicht gleich und da muss man ein bisschen aufpassen. Damit du das gleich übst, hier nur ein kurzes Beispiel zum selber lösen. Wir sehen hier einen kurzen Lückentext, wo im Prinzip diese Transformationsschritte vorgegeben sind. Deine Aufgabe ist es jetzt, dass du diese Lücken auch füllst, die Funktionsgleichungen findest und auch gleich die zugehörigen Funktionsgraphen zeichnest. Viel Erfolg! Ja, ich habe das für dich jetzt bereits mal ausgefüllt. Wir sehen, bei der ersten Aufgabe starten wir mit der Grundfunktion von zuvor, y gleich x, und wir strecken um den Faktor 3. Das heißt, Multiplikation von allen Funktionswerten mit 3. Und anschließend verschieben wir um 2 nach oben. Ja, das heißt, eine anschließende Addition der Zahl 2 ist auch vonnöten. Und wie schaut das dann aus? Also wir kommen auf jeden Fall diese Funktionsgleichungen und der Graph, der dazugehört, schaut so aus. In der Aufgabe B ist die Reihenfolge vertauscht. Obwohl wir mit der gleichen Grundfunktion starten, ja, verschieben wir nun zuerst um 2 nach oben, also addieren 2. Und diese Funktion x plus 2 multiplizieren wir dann mit 3 und erhalten zunächst einmal diese Funktionsgleichungen, hier hinten auch in ausmultiplizierter Form. Da sieht man sofort, wenn wir die beiden vergleichen, die sind nicht gleich und die Funktionsgraphen schon gar nicht. Das sieht so aus, man sieht auf einen Blick, das sind unterschiedliche lineare Funktionen. Also auch hier nicht gleich. Nun auch gleich zu einem Anwendungsbeispiel in der Mathematik, und zwar in der Differentialrechnung. Falls du bereits in der 7. oder 8. Klasse bist, hast du die Tangente sicher schon kennengelernt. Für diejenigen, die diesen Stoff noch nicht durchgemacht haben, eine kurze Einführung dazu. Die Tangente an eine Funktion, die von einer Variablen abhängt, ist eine lineare Funktion, die im Prinzip die momentane Steigungstendenz von der Funktion angibt. Wir schauen uns einmal ganz kurz, also wir wollen diese Tangentengleichung konstruieren an einem Punkt. Wir schauen uns vielleicht ein kurzes Bild dazu an. Das wäre eben dieses Bild gegeben, ist eine quadratische Funktion in einer speziellen Form, die wir im übernächsten Video noch kennenlernen werden, zur Scheitelpunktform. Und wir sehen, wir haben uns einen Punkt auf dem Graphen ausgesucht. Der liegt hier bei 1 und f von 1 und das ist 3,5. Ja? Dann wir diesen Punkt. Und wenn wir uns überlegen, wie steil ist die Funktion momentan, wenn wir quasi diese Kurve von links nach rechts durchlaufen, das könnte man beschreiben durch eine lineare Funktion, die so in etwa liegt. Und die wollen wir jetzt eben konstruieren. Wir nennen das eben die Tangente und ich habe mich dafür eine Notation entschieden, die du hier siehst. Das heißt, die Tangente an die Funktion f an der Stelle 1, also an der Stelle x gleich 1, und da das eine Funktionsgleichung ist, natürlich abhängig von einer Variable x. Wir konstruieren wieder in denselben 4 Schritten wie zuvor. Zunächst verschieben wir diese lineare Funktion, sodass die Nullstelle in x gleich 1 liegt. Wie zuvor geht es durch Subtraktion von 1. Und wir erhalten diese lineare Funktion. Der nächste Schritt ist, dass wir die Steigung von dieser orangen Funktion anpassen. Und dazu müssen wir natürlich die Steigung in diesem Punkt auch kennen. Wenn du die Differentialrechnung schon gehabt hast, weißt du, das geht mit dem Wert der ersten Ableitung. Ja? F' an der Stelle 1. Falls du es noch nicht gelernt hast, kein Problem. Du musst es für dieses Video noch nicht können. Wir multiplizieren also jetzt diese Funktion t2, die hier steht, mit der Steigung, also der ersten Ableitung an der Stelle 1, f' von 1.
und erhalten diese Funktion 3. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum schaut der Graph komplett gleich aus? Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil in diesem speziellen Fall die Steigung 1 ist. Und eine Multiplikation mit 1, die bewirkt ja niemals eine Veränderung. Da bleibt alles gleich. Und im letzten Schritt können wir uns erinnern, wir müssen ja eigentlich nur noch diese Nullstelle hier an der Stelle x gleich 1 zu einer 3,5 Stelle machen. Also wir müssen die ganze lineare Funktion nach oben verschieben. Das geht durch Addition außen mit 3,5. Oder in dem Fall dem Funktionswert an der Stelle 1. Und voilà, wir sind fertig. Also diese violette Gerade, die jetzt hier eingezeichnet ist, die schaut doch schon sehr ähnlich aus wie unsere Abschätzung im allerersten Bild. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, weil diese Abfolge von Transformationen, die geht ja immer gleich. Das kann man auch in allgemeiner Form hinschreiben. Hier jetzt schon die speziellen Werte für dieses Beispiel eingesetzt. Wir gehen die Schritte nochmal durch. Der erste Schritt war mal eine Verschiebung in horizontaler Richtung. Anschließend eine Skalierung in vertikaler Richtung. Und der dritte Schritt war eine Verschiebung in vertikaler Richtung. Ganz allgemein ausgedrückt kann man das in der folgenden Formel ablesen, die du jetzt hier rechts oben siehst. Da muss man nur noch die Stelle x0, ja, an der man die Tangente bilden will, einsetzen und das war's. Zu einer gegebenen Funktion f natürlich. Und also dieses f', wie gesagt, das lernt man erst in der 7. Klasse, was das genau bedeutet. Hier jetzt gleich noch ein Übungsbeispiel. Und zwar, die Aufgabe ist, dass man zu dieser Polynomfunktion dritten Grades, die hier mit g bezeichnet ist, die Tangentengleichung an der Stelle x gleich minus 2 bestimmt. Oder x0 gleich minus 2. Natürlich, wenn du die Differentialrechnung nicht hast, die Steigung habe ich für dich hier nochmal extra gleich herausgeschrieben, die beträgt hier 3. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dieser Aufgabe. Du kannst die gefundene Tangentengleichung dann natürlich mit GeoGebra kontrollieren. Da kannst du die Formel oben direkt auch in die Eingabeleiste eingeben mit den entsprechenden Funktionen und Werten für x0 und GeoGebra gibt dir direkt die Tangente aus. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wo wir dieses Beispiel auflösen und dann noch eine wichtige Transformation kennenlernen. Das sind die Spiegelungen in horizontaler und vertikaler Richtung. Bis bald.